Das muss man sich einmal vorstellen. Da rufen die von Audi mich an und sagen, ich soll sofort nach Spanien kommen, DTM-Test und ich glaube, irgendwas kommentieren. Dann sagt die, Overall mitnehmen. Hola. Buenos dias. Gröbel, Audi Rennsportabteilung. Klingt gut, oder? Die Muskeln braucht man, vor allem wegen der Fliehkräfte. Aber ich glaube, es ist zu spät für mich. Zweiter, dritter, vierter Gang. Nichts hinmachen. Ja, als zukünftiger Werksfahrer muss man natürlich auch was hermachen für die Sponsoren, die Fotografen. Dann links, dann rechts und wieder raus. 16 Kurven. Das ist ja noch mehr als am Red Bull Ring. Mallorca Raceway, Theater of Dreams. Ein erster Profivertrag. Boxenstopp, dringend nötig. Ja, nettes Spielzeug, oder? Der RS5 DTM von Audi. Und dahinter, das ist der René Rast, der amtierende DTM-Meister. Übrigens im ersten Jahr gleich geworden. Also, so schwer kann das eigentlich nicht sein, oder? Hallo René. Ist das ein Showcar oder ein richtiges Rennauto? Nein, das ist so in Hockenheim, wie es jetzt hier steht. Dein Meisterauto? Das ist das weiße Auto, so wie es in Hockenheim auch gefahren ist. Ja? Sind wir gut versichert? Ich hoffe, so weit kommst du nicht, gell? Na, eigentlich soll es passen. Ja, rechter Fuß voraus. Genau. Kann mich erinnern. Ja. Dann. Der hier. Ja, sieht gut aus. Und jetzt noch der hier. Elegant und geschmeidig. Tja, wenn man es treffen würde. Einfach nur bremsen und runterschalten. Okay. Kein Zwischengas. Runter, runter. Okay, was? Okay. Und beim Reinkommen, erster Gang und ratatatatatatat. Ja, jetzt will er es wissen. Jetzt lässt es fliegen. Ja, die Gänge werden weiter ausgedreht. Bremspunkt wird später gesetzt. Ja, okay. Oh weh. Oh weh. Da müssen wir noch ein bisschen üben. Okay. Aber wenigstens nicht im Kiesbett. Ja, hört sich gut an. In der letzten Runde will ich es nochmal wissen. Puh. René, wie war ich? Ganz ehrlich. Für einen Österreicher nicht schlecht. Danke. Na Spaß, aber hast dich gut geschlagen. Ja. Einen kleinen Dreh hast du drin gehabt. Ja. Na, aber mit den warmen Reifen, dann mit den neuen Reifen, hast du dich von Runde zu Runde gesteigert. Was muss ich machen, um schneller zu werden? Erstmal die Gänge ausdrehen. Mhm. Und ja, klar, ein bisschen später bremsen, aber das kommt mit der Erfahrung. Also man merkt, auf den Geraden ist er schneller als ich, aber in den Kurven sind wir fast gleich. Ja, 145. Ja, 64 km/h auf der Geraden. Gut. Die haben mir sicher den Motor runtergedrosselt. Ja, das kann nicht anders sein. Jetzt heißt es warten. Aber ich glaube, die brauchen mich. Ich glaube, das ist, weil der Extrem aufhört.